Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Es geht wieder weiter, wir sind wieder hier am Start in unserem tollen neuen Projekt. So, und den ballern wir hier erstmal schön weg, den Bogenschützen. Der hat gerade die ganze Zeit versucht, mich da oben abzuschießen. Wir schnappen uns erstmal Epona und ich würde sagen, wir reiten mal Richtung Haiasee und stürzen uns mal mit dem Hühnerspiel auf dem Haiasee runter. Und im besten Fall machen wir das halt echt so, dass wir dass wir mit dem Hühnerspiel runterfliegen, oben auf der ersten obersten Platz 1 Kiste landen und uns dann schön schon 5 Schatzkisten am Stück holen können. Plus, glaube ich, sogar noch eine Geisterseele. Also das ist richtig geil. Für wenig Geld gut investiert. Richtig gut. Und da unten kannst du dann auch halt noch haufenweise Geisterseelen holen. Da hast du eine fette Höhle. Die Höhle können wir jetzt, glaube ich, noch nicht so weit vordringen. Lohnt sich halt nicht, weil du brauchst eigentlich eine Fackel, um die komplett abschließen zu können. Also die Lampe. Aber wir werden auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück machen, denke ich. So. Ich weiß auch gar nicht, können wir eigentlich uns jetzt jederzeit teleportieren? Auch möglich, ne? Bin mir gerade nicht so ganz sicher. Aber ich werde mal kurz Tag machen. Ist einfach ein bisschen schöner, ne? So. Ich mag halt die Tageszeit viel lieber als die Nachtzeit. Ist eigentlich in jedem Spiel so. Ne? Es ist schön hell, andere geile Musik und in der Nacht ist dunkel und meistens düstere Musik. So. Wir bezahlen hier mal kurz ein bisschen Geld. 29 Rubine ist da auch echt fair. Vor allem, weil du halt auch teilweise nochmal, keine Ahnung, 15 Rubine einsammelst, glaube ich. Und wir versuchen dann da unten auf dieser drehenden Plattform zu landen, im besten Fall. So, dafür fliegen wir einfach hier diese Runde in Form der Rubine. Und im besten Fall kommt man halt dann auch ziemlich optimal an dem Punkt raus. So, ist halt auch ein bisschen mit Glück verbunden. Ansonsten geht das eigentlich auch voll klar. So, das sieht ganz gut aus. Nein! Scheiße. Sah ganz gut aus. Ja. Okay, shit. Okay, einen kleinen Schlüssel für ein Schattenpalace. Nehmen wir mit. Oh, der Fangstoß. Das ist auch geil. Aber wir haben noch kein Schwert. Leider. Leider nicht optimal. Aber hier gibt es halt auch noch eine Truhe. So. Oh, der große Schlüssel vom Waldschrein. Das ist auch geil. Also der hier, ne? Ja, da brauchen wir trotzdem 3 kleine Schlüssel, damit wir da komplett sind. Also das dauert noch ein bisschen. Aber trotzdem schon mal ein guter Start. Dann Tageszeit ändern. Plus verwandeln. Denn hier kommt gleich ein Geist. Ja, leider 2 Truhen, glaube ich, verpasst. So. Und zack. Der hat nochmal Kohle für uns. Geisterseele aktivieren wir. Feuer frei. Ne, verwandeln nicht. So, ja. Und dann werden wir versuchen, diesen Schritt dann gleich nochmal zu wiederholen. So, hier nochmal 20 Rubine. Sind wir schon wieder bei 500? Krass. Hi. Hab keine Angst. Ich bin ein freundlicher Hund. Ah, wir können jetzt auch dieses geile Spiel spielen, ne? Mit Christa, das ist auch geil. Das ist ein cooles Spiel. Da kommen wir auch nochmal an einen anderen Ort. Eieiei, man kann so viel tun, ey. Okay. Wir verwandeln uns nochmal. Und hier oben haben wir eine Geisterseele. Ich weiß gar nicht, kann man da noch was verbuddeln? Oder kann man da noch was buddeln? Ah, stimmt, den
Stein hier haben wir ja auch noch. Da können wir unsere okkulte Künste quasi steigern. So mache ich es immer am Anfang. Damit ich quasi die blauen Flecke sehe. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Oh, jetzt habe ich es verkackt. Ne, reicht komplett aus. So, jetzt singen wir das nochmal für den Hund. So. Und im besten Fall kriegen wir jetzt halt unseren ersten Fangstoß. Unsere erste okkulte Kunst, ne? Das heißt, wir müssen jetzt nämlich irgendwo einen Wolf aufsuchen. Der lernt uns dann eine Fähigkeit und dann kriegen wir ein Item. Beziehungsweise, ich glaube, im Randomizer ist das dann so dargestellt, dass halt dieses Item einfach da rumliegt, wo der Wolf ist. Den Kampf an sich machen wir gar nicht. So, das ist halt die Frage. Wo wartet der Wolf auf uns? Ich glaube, das ist in der Wüste, oder? Kann das sein? Ja, in der Wüste ist es, glaube ich. Okay, haben wir aber erstmal getriggert soweit. Sehr gut. Dann hier oben die Geisterseele nehmen wir auf jeden Fall mit. Hi Kumpel. Und weg damit. Okay, kriegen wir eine Geisterseele? Perfekt. Die Musik immer, gell? So, verwandeln. Dann, ich gehe mal kurz auf den Turm rauf. Denn ich glaube, von dem Typen da oben auf dem Turm kriegt man auch ein Item. Normalerweise halt die Notiz für den Clown, dass er ihn nach in die Wüste schießen soll, ne? Aber das Item ist halt auch randomized, deswegen werden wir wahrscheinlich irgendwas. Genau, der Tobi. Okay, wir kriegen eine weitere Geisterseele, alles klar. Und normalerweise kriegt man halt eigentlich die Notiz, dass wir in die Wüste geschossen werden sollen. Genau. Dann wären wir damit auch fertig. Dann einmal wieder verwandeln zum Wolf. Und wir haben hier, glaube ich, noch ein, zwei Geisterseelen auf jeden Fall zu holen. Hier kann man sogar reinbuddeln. Eieiei, Leute, hier gibt es so viel zu tun am Haiersee. Da gibt es so massig Items, das ist so geil. Och, du Scheiße, was ist denn jetzt? Okay, zum Mensch werden. Wir holen mal unseren Bogen raus, den haben wir, glaube ich, noch gar nicht benutzt. Sehr schön, und da hinten haben wir auch noch zwei. Geil. Nein, da ist auch noch einer. So, jetzt haben wir alle. Und kriegen wir ein schönes Item? Geil. Kiste erscheint. Welches grandiose Item wird diesmal auf uns warten? 10 Rubine. Shit. Schade. Hätte was Besseres sein können, ne? Na egal. Wer den Penny nicht ehrt, ist den Dollar nicht wert. Deswegen, wir freuen uns trotzdem über 10 Rubine. So. Ja, da ist wie gesagt die Höhle. Könnte man reingehen, würde ich jetzt aber nur notdürftig machen, denn am liebsten würde ich das halt wirklich erst machen, wenn ich die Höhle dann auch komplett abschließen kann. Und das ist halt dann wirklich auch erst, wenn ich unsere Lampe habe. Vorher geht das eigentlich nicht. Weil da gibt es halt Orte, da musst du halt mit der Lampe Sachen anzünden, damit da noch eine Schatzkiste erscheint. Und du brauchst halt die Lampe, damit du halt wirklich auch da relativ gut durch... Nein, was mache ich denn? Relativ gut durchkommst. Ja, das war dumm, ne? Das war schon ziemlich dumm jetzt von mir. Mano. Ja, da oben können wir auch noch hinfliegen. Ei, es gibt auch so viel zu tun hier.
Also Leute, ich bin impressed, ne? Gehen wir erstmal dahinter. Also wir werden auf jeden Fall noch einige Male das Hühnerspiel machen. Denn wir können damit halt an noch ein paar schöne Orte fliegen. Und wir müssen halt mit Christa, dem Vogel, mit dem Papageien, auch nochmal reden. Weil in Wolfgestalt können wir halt dieses geile Luftballonspiel machen. Und wenn du dann einen Rekord aufstellst, kriegst du halt auch nochmal normalerweise ein Herzteil. In unserem Fall dann halt wieder ein randomized Item. So, das. Zack. Und Fang Attack. 100 Rubine. Jawohl. So, ein weiterer Geist ist gestorben. Boah, ich hoffe, ich habe gerade nichts vergessen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich einmal verpasst habe, die Geisterseele zu erhöhen. Müsst ihr mir dann mal in die Kommentare schreiben. Glaube aber nicht. Ich glaube, wir haben erst 6 Geister getötet insgesamt. Wie gesagt, das kann ich halt nirgendwo sehen. Ich kann nur die Anzahl meiner Geisterseelen insgesamt sehen. Deswegen drücke ich hier immer nur, wenn ich einen Geist töte. Für die, die sich jetzt fragen, warum macht er denn die Geisterseelen jedes Mal eins hoch? Weil das ist einfach für meinen Wissensstand, wie viele Geister habe ich schon getötet. Und wenn ich da auf 60 bin, weiß ich, ah, okay, ich muss nicht mehr nach Geistern suchen. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Geist. Und ich glaube auch noch eine... Ne, keine Höhle, oder? Aber vielleicht noch was zum Reinbuddeln. So. Oh Gott. So, und... Tschüssikowski, mein Freund. Okay, nochmal 50 Rubine. Alter, wir kriegen hier so Geld hinterhergeschmissen, ne? Unfassbar. Okay, ansonsten ist hier aber, glaube ich, nichts weiter, ne? Nee. Okay. Dann erstmal hier fertig. Oben haben wir auch nochmal die Möglichkeit, eine Geisterseele zu bekommen. Weiter oben. Da müssen wir aber mit dem Huhn hinfliegen. Und da ist auch noch ein Ort zum Buddeln. Also, es gibt hier, wie gesagt, noch so viel zu tun. Ist unglaublich. Wir müssen auch nochmal die ganze Wasserwelt erforschen dann, sobald wir die Schuhe haben. Da gibt es nämlich auch noch teilweise Schatzkisten zu holen. Also da gibt es noch ordentlich was zu tun. So, verwandeln. Und wir gehen einmal wieder zu Tobi, dem Clown. Ich mache mal kurz Tageszeit ändern. Ich fliege lieber bei Sonnenlicht. Und wir haben auf jeden Fall noch 2 Schatzkisten dort oben abzusahnen. Jo, ich will. Let's go. Naja, das ist Ding ihr Ding so, ne? Hochschießen, der andere kann wieder runterschießen. Das ist eigentlich ziemlich schlau gemacht. Ach, da komme ich gar nicht runter so. Schade. Okay. Dann würde ich sagen, ich fliege nochmal eine Runde. Werde das dann, glaube ich, auch ein paar Mal skippen, weil wir werden das noch 2-3 Mal machen. Komm schon, mein Freund. Ich will dich doch nur zum Fliegen. So, mal gucken, ob wir jetzt ein bisschen mehr Glück haben. Ja, was heißt Glück? Ein bisschen mehr können. Erstmal einen Schluck Kaffee. Nein, mein Kaffee ist alle. Oh nein. Ich muss erstmal gleich frischen holen. So, da hinten kann man nämlich auch oben drauf fliegen. Wie ihr sehen könnt. Da gibt es dann auch noch ein paar Schatzkisten zu holen. So, und hier mache ich jetzt hoffentlich eine Punktlandung. Geilo. So. Ein Schlüssel für Schloss Hyrule. Oh Gott. Ja, das brauchen wir aktuell noch gar nicht. So, und jetzt müssen wir uns halt hier im Optimalfall schön runterdroppen lassen. Shit. Mano. Ja, das ist schon mal schlecht. Aber hier, guck mal, es gibt hier nochmal 20 Rubine zu holen, also keine Ahnung, warum der hier immer 20 Rubine hinlegt. Dann hast du halt dein Geld fast wieder drin, ne? Komplett dumm eigentlich. So, ich würde sagen, ich skippe das jetzt immer mal. So, und da sind wir wieder. Und diesmal versuchen wir da
auf der Etage eine Punktlandung zu machen. Natürlich kommt gerade die Kiste echt ungünstig hier, aber das wird trotzdem was, oder? Jo, geilo. Da haben wir auch die letzte Schatzkiste und was ist am Start? Jo, die Eisenstiefel. Also das wäre jetzt wirklich eine echt wichtige Kiste gewesen, die wir verpasst haben. Ah, oh, geil. Ja, da können wir jetzt halt auch zu den Goronen und so, ne? Und halt im Wasser umherlatschen. Ohne Wasserrüstung ist natürlich unangenehm, aber möglich. Oh, geil. Schön. Ich freue mich. Ich freue mich richtig. So, dann würde ich sagen, ich werde auf jeden Fall noch ein paar Mal fliegen. So, diesmal aber auf dem direkten Weg runter zum Tempel. Denn da kannst du dir halt auch noch Schatzkisten holen. Wenn ich es gut mache. Ihr seht da unten ja schon zwei Schatzkisten. Und da kannst du halt auch direkt hinfliegen. Ich glaube, da muss ich aber auch zweimal fliegen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Oh Gott, ich glaube, ich habe es verkackt. Warte mal. Oh nein, Huhn. Ich glaube, ich habe es gerade verkackt. Oder? Warte mal. Vielleicht auch nicht. Enterhaken. Vielleicht habe ich Glück. Zack. Ich glaube, da wäre ich auch so hingekommen. Kann das sein? Ah, für einen Schattenpalast. Ah, Alter, Schattenpalast haben wir schon drei Schlüssel. Ich glaube, wir gehen als erstes in den Schattenpalast. Nee, ist, glaube ich, nicht möglich. So, dann einmal hier hoch. Ja, kann sein, dass wir da auch so hingekommen wären. Ohne Huhn. Aber zumindest müssen wir nicht nochmal fliegen. Das ist doch schon mal ein Anfang. So. Und hier kriegen wir leider nur Pfeile. Schade. Schade, schade. Okay, in der Quelle selber. Ich weiß gar nicht, können wir da jetzt noch irgendwas tun? Also es müsste die Möglichkeit geben, auf jeden Fall Schatzkisten zu holen, noch ein paar. Ich glaube, wenn man muss halt auch noch was anzünden und so weiter. Da unten ist auf jeden Fall eine Schatzkiste. Dementsprechend... Gott, was mache ich denn da? Lass mal hier die Eisenstiefel an den Start bringen. Ja, da bleibt auf jeden Fall nicht sehr viel Zeit zum Tauchen. Aber es reicht, um erstmal eine Schatzkiste zu öffnen. Und wir kriegen ein Herzteil. Ja, das nehmen wir doch mit. Zack, let's go. Da drüben haben wir noch eine Schatzkiste. Und die nehmen wir natürlich auch mit. So. Oh, cool, die Angel. Ja, das ist auch geil. Da kriegen wir auf jeden Fall auch in Ordon noch ein Item. Ne, also da müssen wir halt mit der Angel quasi einen Fisch angeln. Und dann triggern wir damit ja die Katze. Was uns dann ein weiteres Item beschert, oder? Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Ich denke nur. Obwohl... Ah, okay. I don't know. Müssen wir ausprobieren, müssen wir ausprobieren. Kann auch sein, ich irre mich. So, aber hier kann man reingehen. Ich weiß nicht, ob man da jetzt sich schon was holen kann. Ja, doch. Hier müssen wir später aber auf jeden Fall auch nochmal her. Dann gibt es dann halt noch eine große Schatzkiste, wenn man die zwei Fackeln hier anzündet. Oh, geil. Ein Schattenkristall haben wir. Hier war noch das, ist der Spiegel. Das ist ein Schattenkristall. Sehr schön. Auch ein wichtiges Item. Und noch ein Herzteil. Jawohl. Alles hinterhergeballert. Sehr schön. So, dann haben wir die zwei. Also hier müssen wir auf jeden Fall auch nochmal rein. Denn wir brauchen später halt, wie gesagt, mit der Fackel nochmal hier rumlatschen. Ich glaube, hierfür brauchen wir dann einen doppelten Fanghaken, damit sich das dann lohnt. Okay, dann sind wir hier erstmal soweit durch. Also hier müssen wir, wie gesagt, nochmal rein mit Fackel und doppelten Fanghaken. Mit Lampe und doppelten Fanghaken. Genau. So, dann würde ich sagen, wir fliegen auf jeden Fall nochmal eine Runde mit dem Huhn. Ich skippe mal kurz und wir sehen uns gleich wieder im Freiflug. Bis gleich. Und da geht's schon wieder weiter mit dem nächsten Flug, Leute. Diesmal müssen wir hier so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, ob da auch was ist. Aber theoretisch müssen wir halt direkt hier rüber. Und dann da... Oh, ich glaube, das habe ich schon verkackt. Shit. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, das habe ich schon verkackt. Komplett verschissen.
Ja, ich glaube, das kann ich gleich nochmal machen. Ups. Okay, jetzt aber. Ich habe mich jetzt direkt umgedreht. Jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Das sieht schon viel besser aus. Du, 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 du. So, genau an dieser Stelle gibt es nämlich noch ein Loch zum Reinbuddeln und eine Geisterseele zum Holen. Zack. Hier machen wir einmal Tageszeit ändern. Und einmal in den Wolf verwandeln. Ich würde sagen, Geisterseele holen wir uns noch und das zum Buddeln machen wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen, liebe Leute. Wir kriegen nochmal 100 Rubinen hinterher geschmissen, geil. Bis zum nächsten Mal, gerne liken, kommentieren und wieder einschalten zum Randomizer von Ocarina. Nein, Twilight Princess natürlich. Tschüssi!